Hier gibt es Schotter und anspruchsvolle hochalpine Prüfungen. Und wenn das Wetter mitspielt wie dieses Jahr, ist die Ambiente kaum zu übertreffen. Am ersten Tag wird im Bereich Sion Montana und Sierre gefahren. Hier ist Burim Toyota unterwegs nach Vercorin. Eine schnelle, breite Asphaltprüfung. Eigentlich eine Ausnahme im Programm dieser Rallye. Das ist ein Mitsubishi, aber nicht Keller, sondern die Belgier Mark Timmers und Oswald Beckers in einem Gruppe N Fieser Galant. Hier kommt Philipp Roux. Nach einigen Rallye-Pausen hofft der Ex-Ski-Rennfahrer hier mit einem Aster Lancia aus Italien auf einen großen Auftritt. Der Star der Rallye wurde von Peugeot engagiert. Das italienische Nachwuchstalent Andrea Agini auf einem Peugeot 405 MI 16. Das sind Keller Hoffmann im Mitsubishi. Sehr schnell. Jetzt sind wir bereits auf dem Kasernengelände von Sion. Der Rundkurs dort ist jedes Jahr eine Publikumsattraktion. Dieses Jahr ist er für einige Herren bereits vorentscheidend. Buri kommt als Erster. Agini hat zwei Wochen zuvor auf einem Lancia als Fünfter an der WM Rally San Remo vor Weltmeister Carlos Sainz brilliert. Philipp Roux. Erwin Keller. Hier ist es vor allem wichtig, sauber zu fahren und nirgends anzuschlagen. Gewinnen kann man hier auf dem engen Parcours wenig, verlieren aber viel. Philipp Roux auf seiner zweiten Runde. Und wieder Keller. Er macht seine Sache gut und fährt knapp hinter Agini zweitbeste Zeit. Das sind die Belgier Marc Soule, Jean-Marc Fortin auf einem Ford Sierra Cosworth 4x4. Hier sehen wir Agini, dahinter folgt Buri und hinter ihm bereits Bonny. Da ist was los auf dem Kasernengelände. Hier jagen sich zwei Mitsubishi. Vorne der Belgier Timmers im N Fieser Galant. Hinten Keller. Klar, dass der Deutschschweizer motiviert ist bis zu den Zehenspitzen. Dem zeigen wir es jetzt. Während wir hier in Nax auf die ersten Autos warten, ist für Schweizer Meister Buri der Ofen bereits aus. Auf dem Circuit in Sion hat er an einem großen Stein angehängt und sich die Hinterachse beschädigt. Der Anfang vom Ende. Sein Team kann den Schaden zwar reparieren, wenig später fällt er aber aus. Als Erster kommt nun der Belgier Timmers in Mitsubishi um die enge Spitzkehre. Philipp Roux. Toll. Das schöne Abendlicht. Agini. Er lässt wirklich fliegen. Sein Peugeot ist auch extrem kurz übersetzt. Erwin Keller. Super. Das ist wirklich perfekt. Toll. Das ist schwer mit einem Allradler. Der Zürcher Oberländer ist hier wirklich in Topform. Die Quittung kommt auf der Stoppuhr. Bestzeit zeitgleich mit Agini. Marc Soule. Er hat Mühe, sein Triebwerk auf Drehzahl zu halten. Und das ist Bruno Thierry, ein weiterer bekannter Belgier auf einem Opel Kadett GSI mit Frontantrieb.
Die Nummer 12, Bernard Munster, wird schnell zum Publikumsliebling. Gut, wie der Belgier den kleinen Opel Corsa pilotiert. Sein Beifahrer übrigens, Willy Lux, ist im Wallis schon oft erfolgreich gefahren. Caron im Lancer. Auch für ihn ein Heimspiel. Nach 5 Bestzeiten und einem Reifenschaden auf dem Circuit von Sion fällt er kurz nach dieser Passage mit einem weiteren Plattfuß definitiv aus. Das ist eine der berühmtesten Zuschauerstellen. Die Prüfung von Zapin. Lidagini kommt als Erster vorbei. Neuerdings geht es nun nach links runter, eine neue Streckenführung. Erwin Keller. Er ist auch heute in Hochform und lässt seine Limousine herrlich über den Schotter gleiten. Wahrscheinlich steht hier sein Fanclub, der ihn von seiner Heimatgemeinde Fischental treu zu allen Rallyes begleitet. Als Dritter kommt Philipp Roux. Auch er ist in Form, obwohl er auf Spitzenduo doch regelmäßig Zeit einbüßt. Marc Soulet. Er ist auf Position 4. Bruno Thierry. Mit einem solchen Kadett hat in den letzten Jahren im Wallis auch Sepp Haider für Furore gesorgt. Das sind die Lieder der Gruppe N-Fisa, die Geschwister Francesco und Valerie Mari auf einem Ford Sierra Cosworth. Marc Timmers ist der Zweite der Gruppe N-Fisa. Eine weitere Schweizer Equipe. Philipp Dubler erscheint hier mit seinem Lancia Delta Integrale sehr motiviert. Und da kommt Bernard Munster. Ui, oh, da hat er aber Glück gehabt. Da wollte er die Kurve eindeutig zu eng anschneiden. So schmal ist auch sein Auto nicht. Beinahe hätte er sich überschlagen. Girolamo ist im N-Fisa Galant aus dem Rennstall von Mitsubishi-Team unterwegs. Nachdem ihm sein Renault Clio 16V bei der Rallye Saint-Cergue nach einem spektakulären Überschlag abgebrannt ist, wollte ihm niemand mehr ein Auto geben. Werner Schmid griff ihm kurzerhand unter die Arme. Obwohl Georges Darbele bereits auf dem Punkt der Maximum ist, lässt er sich die Rallye-Balle nicht nehmen und führt mit seinem Kadett erneut die Gruppe NCH an. Hier stehen wir bereits auf der 17. Spezialprüfung. Agini und Keller liefern sich noch immer einen packenden Kampf um die Spitze, wobei der Italiener trotz großem Einsatz mehr und mehr an Boden verliert. Keller fühlt sich toll im Element. Schon am Morgen früh auf Schotter hat er Agini überholt und ist nun Gesamtleader. Dabei lässt er sich keinen einzigen Fehler und nimmt Agini Sekunde um Sekunde ab. Auch hier fährt er wieder klare Bestzeit. Roux ist ebenfalls zufrieden mit sich und seinem Auto, obwohl er hinter den Spitzenreitern schon deutlich zurückliegt. Soulet, er liegt hinter Thierry auf Rang 5.
Girolamo, sehr gut. Hinter Markenkollege und Ford-Pilot Mari liegt er auf Rang 3 der Gruppe N Fisa. Die 20. Spezialprüfung ist eine neue Strecke in den Rebbergen von Chara. Agini auf Rang 2. Keller, erneut mit Bestzeit und mittlerweile mit fast einer Minute in Führung. Philipp Roux ist nach wie vor sicherer Dritter. In herrlicher Abendstimmung rasen die Autos hier in der 25. Spezialprüfung die Schotterstraße vom berüchtigten Quad Coeur hinunter. Agini. Oh, der lässt aber gehen. Das ist nicht von schlechten Eltern. Keller. Auch er fliegt ganz schön quer über diese kleine Kuppe. Weil die Anbremszone hier extrem breit ist, kann man schöne Stilstudien der verschiedenen Schottertechniken betreiben. Philipp Roux, der Drittplatzierte. Marc Soulet ist Fünfter. Bruno Thierry. Der fährt wirklich auf der letzten Rille. Er hat Soulet heute überholt und wird Vierter. Ein letztes Mal Timmers. Er gewinnt die seriennahe Gruppe N Fisa, womit Mitsubishi einen Doppelsieg feiern kann. Philipp Dube. Abwärts geht auch sein Lancia wie die Hölle. Er wird immerhin Vierter der Schweizer Wertung. Dem kleinen Corsa von Bernard Munster zuzuschauen, ist immer eine Freude. Er wird immerhin toller Gesamtzehnter. Das sind die Geschwister Mari. Als Zweite der Gruppe N Fisa klassieren sie sich auf dem 8. Gesamtrang. Hier kommt bereits Jean-Laurent Girolamo. Rang 3 in der Gruppe N Fisa beim ersten Start mit diesem Auto ist sicher gut und gibt ihm Vertrauen. Nach seiner unglücklichen Clio-Saison war er nahe daran, ganz aufzuhören. Hier hat es immer viele Zuschauer. Ein wirklich lohnender Spaziergang zu dieser Kehre. Georges Darbele hat mit seinem Kadett wohl irgendwo angehängt. Die Gruppe N gewinnt er aber trotzdem mit überlegenem Vorsprung. Geschafft. Gratulation für die strahlenden Sieger Erwin Keller und Ronny Hofmann im Mitsubishi Galant VR4 des Basler Teams von Werner Schmid. Das ist der größte Erfolg ihrer Karriere und eine echte Revanche für den entgangenen Meistertitel. Das ist übrigens erst der dritte Gesamtsieg eines Schweizer Teams bei dieser Rallye. Dieser tolle internationale Erfolg im Ausland hat noch gar nie ein Schweizer einen Europameisterschaftslauf gewonnen, bedeutet den Zürcher Oberländern aus Fischental sicher fast ebenso viel wie der Meistertitel. Bravo! Die Champagnerdusche war übrigens nur der Anfang einer rauschenden Siegesfeier. Keller Hofmann können nicht nur schnell Auto fahren, sondern auch ebenso gut Feste feiern. Agini, Fornaccio auf Peugeot werden Zweite.
Gotte auf Lancia dritte. Wir sind dieses Jahr Zweite geworden in der Schweizer Meisterschaft. Das ist sicher ein Erfolg. Noch der größere Erfolg wäre gewesen, Schweizer Meister werden. Nach dem Pech, den wir hatten, im Alpe-Haute-Was mit dem Totalschaden. Und noch an dem Biella in Italien müssen mit dem Reserve-Auto, also mit dem Gruppe N Fisa starten. Haben wir leider dort zwei Streicher gehabt. Und durch das ist jetzt gegen den Schluss eng geworden. Und durch das der Bauer die Möglichkeit gehabt, im Rallye Gour auf ein X1-Auto umsteigen, ebenfalls mit Allradantrieb, sind eigentlich die beiden Rallye, die ich eigentlich gehofft habe zu gewinnen. Hat er noch ein Score gewinnen, weil er über ein absolut potentes Auto verfügt hat und auch in dem Rallye super gefahren worden ist. Wir sind Zweiter geworden, es ist ein Erfolg und wir werden uns jetzt am zweiten Rang freuen.